Ja, und herzlich willkommen zum vierten Teil vom Waldhof in dieser Woche. Ja, in dieser Folge wird es darum gehen, um den Einzug meiner zwei noch fehlenden Ziegenlämmer. Namen haben sie inzwischen bekommen. Das ist die Ella und der Erwin. Und der Eddie ist ja schon da gewesen. Dadurch, dass die beim Züchter aus dem Ehewurf kommen, haben sie auch alle Namen mit E von mir gekriegt, die man auch gut rufen kann. Ja, ich wünsche viel Spaß bei der Folge und ja, bis später. Tschüss. So, es ist mal wieder Wochenende. Die dritte Urlaubswoche liegt hinter mir. Eine habe ich noch vor mir. Sehr schön. Nächsten Samstag sieht es anders aus. Aber da denkt man noch nicht dran. Erstmal denkt man positiv und freut sich, dass man noch mal eine schöne Woche hat. Heute der Tag wird aufregend. Habe jetzt schon so ein bisschen Hausputz gemacht, also das übliche Samstagsgeschäft. Fenster auf der inneren Veranda geputzt, Badezimmer und habe gefrühstückt, die Tiere im Haus sind fertig. Da oben am Schornstein, schade, dass ich den nicht zoomen kann, aber ich vermute, ich habe im Schornstein ein Wespennest oder sowas. Also da muss ich wirklich vor dem Winter gucken, ob der zieht. Nicht, dass die mir da den Schacht zumachen. Weil das habe ich schon letztens eben mal gesehen, dass da oben immer wieder Bewegung ist mit Wespen oder Bienen. Ich weiß nicht von hier, da fliegt die nächste drin und die fliegen ja immer rin. Also das ist ein Zeichen dafür, dass die sich da drin eine Murmel gebaut haben. Na gut, muss ich im Auge behalten. Vor dem Winter lasse ich da nochmal mit dem Feuerzeug gucken, ob er zieht. Da sieht man es ja denn. Und im E-Fall kommt er zum Herbst sowieso noch mal mein Schornsteinfeger, um den Holzvergaser zu überprüfen und zu kehren. Gemessen wird er, glaube ich, dieses Jahr auch im Herbst. Erstmalig jetzt so nach Einbau. Und da kann er vielleicht noch mal aufhören und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ja, hier gibt es heute den Neuzugang, fahre also in einer Stunde los und hole die zwei kleinen Zickenlänger ab. Hier ist ja der kleine Eddie. Ich fege jetzt noch mal alles schön aus, dass alles schön sauber ist. Und dann setze ich mich ins Auto und hole seine Geschwister ab. Aber jetzt füttern wir erstmal. So, meine beiden Neuankömmlinge sind im Auto angekommen. Alles Weitere gibt es nachher von zu Hause. So, hier sehen wir nochmal die Kleinen. Nummer 1. Nummer 2. Ich weiß nicht, ob sie fressen oder ob sie Blödsinn machen. Aber sie sind sehr der Kleine. Meine Freunde, meine neuen Familienmitglieder. Ein herrlicher Tag ist. Ach, puschert sie noch die kleine Maus. Na, guten Tag. Jetzt sind wir zu Hause, meine Freunde. Soll Papa euch rausnehmen? Oh, Pusher erstmal noch mal aus. Genau, Mädchen, Mäuschen. Pusher mal erstmal noch. So, wir sind erstmal gut zu Hause angekommen. Die kleinen stehen immer noch vollkommen verschreckt da. Werde sie gleich mal rausnehmen und dann bei den anderen beiden mit in den Stall setzen. So. Jetzt setzen wir den ersten Kontakt auf. Auch die Kleinen sind aber noch ein bisschen sehr ängstlich. Aber sehr ängstlich. So, heute ist Samstag. Vormittag haben wir ja schon kurz gefilmt, bevor die Kleinen angekommen sind. Dann habe ich ein bisschen was von unterwegs gefilmt. Und jetzt ist es ungefähr
ja, 6 Stunden später. Die Kleinen sind jetzt draußen. Ich glaube auch, dass alle, ja, es sind alle Viere draußen. Die fressen jetzt ganz gemütlich. Und ich bereite schon mal den Abendbrotessen hier drin im Stall vor. Jetzt, wo sie so friedlich fressen, möchte ich es auch gerade nicht reinholen. Obwohl, wenn ich jetzt mit dem Eimer klapper, sind die garantiert sofort da. So, und jetzt gucken wir, was passiert, ob sie alle vier kommen. Meck, 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 Armbrot essen. Meck, meck, meck. Meck, meck, meck. Mal gucken, der Große kommt, der Kleine kommt. Mal sehen, ob die Kleinen hinterher rennen. Da kommt die Mädchen und der Junge hat den Anschluss verloren. Ach, jetzt ist er panisch. Ach, das ist blöd. Ja, den muss ich erstmal einfangen. Ja, ja. Ja, komm mal mit. Ja, du sollst ja hier nicht. Hast einen Anschluss verpasst. Ja, Papa kommt ja. Ja, Papa kommt ja. So ist das mit kleinen Zicken, der Mann. Ja, ja. Da ist Renta. Mal gucken, ob er rinrennt. Und? Perfekt, das haben sie sich wieder. Ja, jetzt gibt's Armbrot. Ja, den ersten Tag ist alles noch ein bisschen aufregend und mit ein bisschen Gemähe. Aber das lässt alles nach. Jetzt sind alle drei hier. Alle vier. Und der Große ist so ein Rad, ja. Also wirklich, muss ich schon sagen. Mein Fips ist schon phänomenal. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir Armbrot, ne? Mädchen, das habe ich dir da davor hingepackt. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. So, dann mache ich jetzt folgendes. Am Müsli sind sie jetzt nicht rangekommen. Man muss aber auch sagen, dass die sich jetzt gar nicht so mit dem Müsli irgendwie abgefunden haben. Also die kennen das, glaube ich, gar nicht. Die nimmst du nicht aus der Hand, auch nicht, wenn ich es ihnen hinlege. Das müssen sie vielleicht erstmal lernen, dass das was Leckeres ist. Jetzt mache ich erstmal ein paar Heuplätze, dass die irgendwo auch überall ans Heu rankommen. Nicht nur eine Stelle. Ich mache die Raupe voll und auch ein bisschen auf das Spielzeug ein bisschen Heu legen, damit die im Prinzip wirklich jetzt nicht aus Angst nicht fressen, sondern dass die wirklich, die haben ja vorhin schon gelegen, habe ich gesehen, da haben sie wieder gekäut und da haben sie auch vorher Heu gefressen. Also das ist nicht so, dass der Große sie jetzt auch vom Heu vertreibt oder sowas. Das ist eigentlich relativ entspannt gewesen. Aber jetzt, wenn es Abend ist, dann frisst der Große eben auch. Jetzt geht es auch noch mal raus. Ich habe die Tür offen. Da können sie im Prinzip gleich wieder grün fressen. Ah, hier ist ja meine Vierer-Gang. Ja. Wir machen jetzt Heu. Dann ist gut. Es ist mal wieder Sonntag. Heute wird es noch ein angenehmer Tag. Ab morgen sollen die Temperaturen deutlich steigen und wieder Richtung über 30 Grad gehen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich werde jetzt noch mal bei den Tauben ringehen und ihr Entwurmungsmittel aufgeben. Heute ist der letzte Tag. Und dann habe ich eine Woche lang Tauben und Hühner entwurmt.
Und da hoffe ich, dass dann im Prinzip erstmal wieder für ein paar Wochen Ruhe ist. Da sitzen wir in der Kleine. Ich zähle gleich mal durch, ob alle da sind. So, weiter geht's im Text zu meinen kleinen Neuzugängen. Die Nacht war wirklich ruhig. Ich habe ab und zu mal mit der Kamera reingeguckt. Ich habe eine Überwachung im Stall. Morgen Fipsi. Morgen meine kleine Eddie ist auch da. Die kleine Ella. Ella werden wir sie nennen. Und für den Jungen habe ich noch keinen Namen. Da muss ich noch mal überlegen. Aber ihr seid schon süß. Hat wirklich wunderbar geklappt. Und jetzt kriegen sie erstmal Futter. Jo, jetzt sind da doch 4 Teile geworden. Ist eben doch viel passiert im Urlaub und da habe ich ja noch lange nicht alle Sachen und Projekte dokumentiert. Ich hoffe, es hat gefallen. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen und wünsche noch einen schönen Start in die Woche. Tschüss.